So Leute, hier nochmal. Der Rolf hat hier eine interessante Sache selber gebaut. Und zwar so eine Art ja, Kugel in Kugel in Kugel, was als Getriebe irgendwie funktioniert. Guckt euch das mal an hier. Das sind einfach drei Kugeln, die ineinander laufen. Und jeweils hier haben sie so eine... Ja, was sind das so Kugelförmigen, Eisenkugeln, so Ball Bearings, wie man es auf Englisch sagt. Also ja, einfach die Gelenke sozusagen. Und so dass jetzt die Kugeln fallen immer so ein bisschen runter und dadurch werden sie halt beschleunigt. Und wenn er jetzt langsam die große Kugel dreht, läuft die innere kleine Kugel ganz schnell, wie man jetzt hier sieht. Man kann also damit irgendwie so eine Art... Ja, einfaches Getriebe produzieren. Könnte natürlich sich jetzt auch überlegen, wie viel Energie man braucht, um die äußere Kugel zu drehen. Und wenn die innere so schnell läuft, ob man da irgendwie das über Magneten irgendwie eine Induktion abnehmen kann und wie viel Energie dann dabei rauskommt. Ja, das muss man halt sehen. Aber ist schon irgendwie ein interessanter Effekt hier. So, das war's. Erstmal viel Spaß und schreibt mal in die Kommentare. Also in den Kommentarfeld eure Kommentare dazu. Vielen Dank. Okay, ciao.